Ausdruck würde zum Captain von Deutschland im Jahr 1974 passen. Zu Franz Beckenbauer. Zum zweiten Mal ging der Titel nach Deutschland. Und er war der zweite argentinische Weltmeister-Captain und der berühmteste, Diego Armando Maradona. Er küsste den Goldschatz nach dem Sieg gegen Deutschland. An dieser WM Trainer von Brasilien, vor 16 Jahren Captain von Brasilien. Carlos Dunga traf zuerst entscheidend im Penaltyschießen und jubelte danach mit dem Pokal. Didier Deschamps erhielt die Trophäe von Staatspräsident Jacques Chirac. Was für eine Premiere für Frankreich. Der erste WM-Pokal gewonnen im eigenen Land. Der bislang letzte glückliche Weltmeister-Captain war Fabio Cannavaro. Vor 4 Jahren gewann er den Pokal. Morgen wird er ihn vor dem Final zum Spielfeldrand tragen. Und der Pokal